So, und da bin ich schon wieder. Und nachdem ihr festgestellt habt in der letzten Folge, dass ich der schlechteste Trainer, Pokémon-Spieler oder überhaupt Spieler von Videospielen überhaupt aller Zeiten bin, sind wir auf Route 40 angelangt, wo wir ein neues Pokémon fangen können. Ich reiste mit dem Schiff nach Olibiana, um die Sehenswürdigkeiten und die Atmosphäre zu genießen. Da es eine Hafenstadt ist, unterscheidet sie sich von anderen großen Städten. Ja, Hafenstädte sind meistens cool. Was an Hafenstädten nicht so dufte, ist meistens ein Wasserlevel. Folgen Wasserlevel sind das. Na. Gehst du zum Duellturm? Das ist ein Geheimnis, aber du erhältst spezielle Preise, wenn du oft gewinnst. Ach so, hätte ich nie gedacht. Warum sollte man sonst im Duellturm kämpfen? Die Level der Pokémon, die ich einsetzen möchte, sind unterschiedlich. Ich muss sie jetzt trainieren. Der Duellturm ist schon eine harte Herausforderung. Besonders in diesem Spiel, weil die Regeln so arschig sind. Hey, ich drück mich vor der Arbeit. Ich kann nicht zurück, bis ich siege. Ich muss alles gewinnen. Es ist ein Zwang. Wisst ihr was? Wir sind im Duellturm. Und da es hier Headbutt-Trees gibt, können wir hier auch was fangen. Wir cheaten. Nee, es ist nicht gecheatet. Der Duellturm ist eine neue Region. Das heißt, wir dürfen hier ein Pokémon fangen. Du darfst nur drei Pokémon einsetzen. Es fällt einem nicht leicht, drei Pokémon für den Kampf auszuwählen. Das ist wie, wenn ich jetzt in jede Stadt nochmal zurückgehen würde, dort irgendwie surfen oder angeln würde, in denen, wo es Wasser gibt. Zum Beispiel in Olivianer haben wir, glaube ich, auch noch nicht gefangen, oder? Und halt dort mir ein Wasser-Pokémon mehr ins in die Box hole. Das ist dieselbe Sache, aber... brauchen wir mehr Tindachas und so? Wie, ich kann hier kennen. Dark Dragon konnte Kopfnuss. Fuck, Alter, Alter, ich gebe gar keinen Kommentar mehr ab, ne? Oh, der Duellturm ist riesig. Jetzt muss dort viele Pokémon nehmen. Naja, vielleicht, wenn wir doch mal in Pokémon-Not geraten werden, erinnere ich mich an diesen Ort zurück. Oder an Orte, wo ich noch nie geangelt habe. Und dann können wir uns noch ein paar sinnlose Pokémon holen. Es gibt viele Kampfräume, aber ich werde in allen gewinnen. Ah, okay. So, was haben wir hier? Ich probiere, wie weit ich nur mit Käfer-Pokémon komme. Hoffentlich treffe ich nicht auf Feuer-Pokémon. Alter, mit Käfern-Pokémon hast du keine Chance zu spacken. Sei du nimmst Frostelka, aber ja, stimmt, Storm war gut in dieser Generation. Und Cherox und so ein Schwachsinn. Obwohl, Cherox ist cool. Für mich wie erbärmlich, was auch immer. Hab nicht aufgepasst, was ich sagte. Es ist eine zermürbende Aufgabe, ohne Items kämpfen zu müssen. Gib den Pokémon Items, das ist der Schlüssel zum Erfolg. Jop. Yep. Stehen die Regeln des Duellturms. Lesen, jo. Drei Pokémon dürfen am Kampf teilnehmen. Sie müssen unterschiedlich sein. Ihre Items müssen auch verschieden sein. Für einige Pokémon gibt es Levelbeschränkungen. Okay. Willkommen, Duellturm. Ich führe den Kampf um. Ausholung, Erklärung? Duellturm ist eine Kampfstätte für Pokémon. Unzählige Pokémon trainieren von nah und fern, kommen hier zusammen und duellieren sie in speziellen Kampfräumen. Duellturm gibt es viele Kampfräume. In jedem Raum sind 7 Trainer. Besiegst du alle, bekommst du einen Preis. Um eine Herausforderung zu unterbrechen, musst du sichern. Falls du nichts sicherst, kannst du den Kampf nicht fortsetzen. Möchtest du den Kampf? Wisst ihr was, wir machen das einfach mal. Alter, böse. Nur treffen. So, wir dürfen nicht die Pokémon auswählen, wir dürfen die erstmal ablegen. Ja! Aber ich habe eigentlich mal Bock, das mal auszuprobieren. Also legen wir mal die VM-Sklaven in die Box. Ich wundere mich, dass die erste Box nicht bald mal voll ist, ne? Okay, wir nehmen wir mit? Ich glaube, Fels. Ich weiß, dass die Levelbeschränkungen sehr, sehr strikt sind. Das heißt, wenn wir Fels verwenden würden, würden alle gleich auf Level 32 hochgehen. Deswegen benutzen wir mal welche, die straight Level 30 sind. Ey, du einen Kampfraum betrittst, wird der Spielstand gesichert. Ich habe diesen Turm hier noch nie gemacht. Ich habe sowieso nie viel in Duellturm und so in anderen Spielen. So, wir nehmen die 30 Herausforderungen. Die unteren könnten wir gar nicht nehmen, weil wir weder Level 10 noch Level 20 Pokémon haben. Wir haben genau Level 30 und deswegen ist das gut. Ansonsten müssten wir schon Level 40 nehmen. Hier entlang bitte. Ja. Gehen wir mal rein und gucken. Ich bin gut, du kannst nicht gewinnen. Unser erster Gegner hier im Duellturm. Es wird eine epische Schlacht. Oh, da sind wir wieder im Duell. Als Trainer Bauer. Sag ich hier nicht zu, ne? Landhorn. Spooky. Los, Spooky. Hypnose. Pam. Ha!
Mann, sind wir cheatisch. Cheatisch? Was ist das eigentlich für ein Wort? Habe ich mir gerade ausgedacht, ne? Und nun. Nicht doch mal Hypno. Oh, fuck. Nein. Jetzt war's. Oh, weil warum musste ich mich rein verklicken? Also nicht verklicken, sondern verdingsen auf dem. Mit den Tasten, aber. Haben wir es einfach nochmal eingestellt, dort Regentanz. Ach, damals war Regen noch schön, wo nur so eine Textbox kam. Heute, in neueren Generationen ist Wetter auch wieder schön, weil diese Animation halt nicht mehr kommt. Sag mal, ich glaube, ist Sleepclaw, sagt die? Ich weiß nicht, irgendwie schlafen die Gegner nur noch eine Runde. Aber wir wechseln mal zu Reuter. Der sollte eigentlich besser mit Landturm fertig werden. Wahrscheinlich gewinnen wir nicht mal einen Kampf. Aber dann schaffen wir wenigstens noch andere Sachen in der Folge. Ja, warum hat Surfer denn so eine lange Animation? Regentanz. Absorber, Säure, Giftpuder. Oh Gott. Ich glaube nicht, dass wir auch nur einen Kampf besiegen. Es würde mich nicht mal wundern, wenn wir nicht mal ein einziges Pokémon von der besiegen. Weil wir halt weder irgendwie speziell EV trainierte Pokémon haben, noch irgendwas. Das ist halt das Problem. Ich meine, guck mal, das Viech hat Surfer und Donner. Was will man mehr? Im Landturm. Alter. Mir fällt gerade auf, dass es ja ein richtig wetterhuriges Pokémon ist, ne? Regentanz mit Donner und Surfer zusammen. Alter, dann braucht man eigentlich nichts weiter sagen, ne? Nichts weiter sagen. Regentanz verstärkt enormst die... Also enormst, sage ich, ist nur so, ne? So viel ist es dann auch nicht, aber... Es ist schon was. Regentanz verstärkt Surfer und gibt Donner eine 100% Trefferquote. Das ist einfach nur... Geht dann nicht. Ist hier nun wirklich... Es regnet zwar schon nicht mehr, aber... Boah, Alter. Deswegen mache ich den Duellturm nicht. Ich meine, da sind ja Kampfmetro und das andere in X und Y. Was gab's da nochmal? Oh, jetzt hat das auch nur so eine scheiß Beere. Kampfmetro und... Was? Ne, dieses andere Zeug. Was auch immer das in X und Y war. Da finde ich das wesentlich einfacher noch. Als das hier. Das ist wirklich happig. Paralyse. So kriegen wir vielleicht doch noch eins tot. Ach, nö, vergiss es. Wie gesagt, können wir vergessen. Du gibst auf, du bist sehr schwach. Ja, ich weiß. Hau ab. Danke für den Besuch. Ja, halt die Fresse. So, wir gehen wieder auf die Route. So, mein Freund. Das ist ein hohes Gebäude. Was ist das? Duellturm? Warst du schon am Duellturm? Ich denke, dass sich bereits viele starke Trainer dort versammeln. Da du so viele Orden besitzt, wirst du dich dort wacker schlagen. Momentchen mal. Oh, wir müssen erstmal unsere restlichen Pokémon wieder aus dem PC nehmen. Ich kotze. Also der Duellturm ist so beschissen. Geht niemals in diesen Duellturm hier. In anderen Generationen ist er wesentlich besser. Da kann man Pokémon aussuchen, die man nehmen will aus seinem Team und muss nicht erst den ganzen Rest ablegen. Sag mal, was hatte uns unsere Mutter jetzt eigentlich für ein Item gekauft? Muss mal gleich mal gucken. So, wo haben wir denn unser restliches Sklaventeam Fels? Und auf der Wasserroute sehr nützlich, ich weiß. Dann noch Brinch. Und warum haben wir Brinch eigentlich überhaupt dabei? Dann brauchen wir schon mal Blitz. Eigentlich können wir doch was anderes anstatt Brünsch mitnehmen. Ich meine, Fliegen können wir dann auch Ivitak beibringen, ne? Macht Sinn, ne? Ich meine, wann brauchen wir, wenn wir Blitz mal brauchen, holen wir es halt aus dem PC und dann, ja, ist gut.
Ja, das Problem ist, was nimmt man mit? Sushi? Ja, was soll's? Nimm mal Sushi mit. Also wir nehmen es jetzt erstmal nur mit, leveln werde ich es noch nicht, ne? Kann ja sein, dass wir noch was viel Geileres finden. Ich meine, warum nicht ein Level 22 Quapsel für ein Level was... Manchmal, hier sind Zertrümmerersteine, nicht? Ja. Das heißt, ich kann hier vielleicht was... Ach, Kackbaum. Ach, fickt euch doch. Ich wollte vielleicht was anderes fangen als irgend so ein generisches... Ich surfe und dann kommt ein Tentacher. Du musst dich erst aufwärmen, bevor du schwimmen gehst. Das ist Grundwissen. Wer macht das? Niemand. Ernsthaft, wer macht denn das mit dem Aufwärmen? Grigori. Schwimmer Grigori. Und der hatte... Alter, als hätten wir auf offener See nicht genug Tentachas. Ich meine, bah. Sehr furchtbar. Grigori. So, was hast du noch? Ein Tentach... Ach so. Es wird wieder geil. Hauptsache, es kommen keine solche Glatzköpfe wie in Rot. Und Blau. Ich hoffe, die gab es nur in diesem Spiel damals. Okay, es gibt noch andere Glatzköpfe im Prinzip in den anderen Spielen, aber die werden Raufbold genannt. Okay, Onkel, ich gebe auf. Onkel, bitte. Wir haben immer noch nicht geguckt, was das Item... Alter, ich bin nicht auf der Höhe. Ich bin nie auf der Höhe, so wie ich spiele meistens. Naja. So. Alter, warum müssen diese Seerouten immer so breit sein? Man kann gar nicht sehen, wo die ganzen Trainer sind. Gehst du nach Anemonia City? Wär's erst mit einem kleinen Kampftraining. Hast du jetzt Kampf-Pokémon hier im Wasser? Das wär's noch. Anemonia City hat nämlich eine Kampfarena. Misty? Bist du das? Ach nee, Käthe. Oder ist das nur ein normales A? Sieht aus wie ein Ä. Naja, Sternu. Hey, irgendwas, was Reuter killen kann. Gau! Sieht man heutzutage nicht mehr zu oft, ne? Ihr habt euch übrigens immer noch nicht entschieden, ne? Welche Entwicklung und so. Aber ihr habt ja noch mindestens 11 Level Zeit. Ich glaube auf Level 41 Lens Blättertanz. Kann auch 44 gewesen sein. Ich bin mir da gar nicht so Turbodreher. Also Turbodreher ist eine offensive Attacke, ist Mist. Turbodreher benutzt man nur, um Spikes und so wegzudrehen. Ich weiß gar nicht, ob das in der Generation schon ging. Diesmal habe ich verloren. Yeah. Also man benutzt Turbodreher, um so Sachen wie Tarnsteine und Stachler und Giftstacheln wegzudrehen vom Feld sozusagen. Ah, noch ein Tentoxa. Ja komm, erstes Pokémon auf dieser Route. Was bleibt uns anderes übrig? Man kann nie genug Tentoxas im PC haben, ne? Nope, kann man nicht. Vor allem, wenn die so viel Damage kriegen. Benutz mal Giftpuder. Du sollst leichter zu fangen sein. Ach, hat er... Nee, stimmt. Hat er eine Wirkung, ne? Ach, komm, der Kampf dauert schon wieder zu lange hier. Ja, absorbieren wir. Was? Erstmal Schlafpuder reinhauen, wie wär's? Wie viel Genauigkeit hat Schlafpuder eigentlich in der Generation noch? Ich glaube, in der ersten waren das ja schon fast 100, ne? Ich glaube, so Schlafpuder hat in der ersten 100 Accuracy. Also war heftig damals. Heute hat sowas nur noch Pilzspore. Und es gibt zwei Leute, obwohl, Momentchen mal. Also... Es gibt zwei Leute, von denen ich weiß, dass sie Pilzspore lernen. Das sind Parasek. Sag ich nuscht so, ne? Und das andere ist Karpilz. Oder besser gesagt, Knilz lernt das. Karpilz nicht. Deswegen muss man Knilz bis exorbitant hohes Level bringen und dann erst entwickeln. Also auch nicht das Problem. Das lernt zwar dann die ganzen Karpilz-Kampfattacken, ne? Aber pff. Wozu gibt es denn Herzschuppen? Für Pokémon. Ja, wir haben das Viech nicht geangelt.
Sollte doch eigentlich klappen, ne? Puh. Ja, okay, Tentox hat jetzt nicht die größte Fangrate, aber... so schlimm wie irgendein Fangrate 3 legendäres wird es ja wohl kaum sein. Oder? Fast hätte es geklappt. Well, screw you, Köderball. Ich sag dir, wenn das klappt, dann heiße ich Moses. Na, ha. Gut. Ich fast meinen Namen ändern müssen. Ah, knapp. Warum brauchen wir eigentlich noch ein zweites Detoxer? Yay. So, hoho, wie nennen wir denn das jetzt? Triple D nennen wir das. Triple D. Ja, ist gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.